Was macht ihr denn hier? Party! Lass uns Verstecken spielen! Also, ihr Langweiler. Voll das blöde Versteck. Mein Versteck findest du nie im Leben. Meins auch nicht. Ich bin viel zu gut versteckt. Du bist voll schlecht im Verstecken spielen. Ich gehe wieder nach Hause. Ich muss mich mal waschen. Na, du musst nach Hause? Warum musst du denn nach Hause? Hey Leute, es gibt richtig gute Nachrichten. Wir von Spiel mit Maps and Games, also Karin und ich, sind jetzt Teil des Roblox Star Programms. Was heißt das? Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das möchtet, ohne dass euch mehr Kosten entstehen. Wenn ihr sowieso schon Robux kaufen möchtet, natürlich erst, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, dann könnt ihr hier in dem Zahlungsmenü hier klicken. Und dann könnt ihr bei dem Starcode Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns schon. Das kostet für euch nicht mehr als die Robux, aber Roblox selbst unterstützt dann uns, weil ihr uns unterstützt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Baby Daniel hier bei Spiel mit mir Apps and Games. Und hier ist Bunny und wir machen uns heute so einen richtig, richtig schönen Baby-Danja-Bunny-Tag. Also ein Baby-Tag. Ein Baby-Tag. Und, also Bunny, hast du eigentlich Hunger? Dann iss hier mal schnell was. Ich esse auch was. Ich habe auch voll Hunger. Aber ich glaube, ich kann nicht hier dran essen, oder? Mist. Ich esse... ein Stück Kuchen zum Frühstück, das finde ich total gut. Also ich finde, Kuchen sollte es sowieso viel häufiger zum Frühstück geben. So. Bunny, bist du auch fertig? Komm mit. So. Also ich habe mir gedacht, ich könnte heute mal ein bisschen aufräumen. Nein, ich räume jetzt sicherlich nicht auf. Nein, aber einfach so ein bisschen Spaß mit Bunny haben. Mal wieder ein bisschen in die Schule gehen, zu Shane. Und dann könnte ich da mit Shane so ein paar neue Tricks lernen für Bunny und auch für meine anderen ganzen Haustiere. Weil das haben gar nicht alle schon alle Tricks gelernt, die sie lernen könnten. Und das müssen sie aber unbedingt machen. Ansonsten können sie ja gar nicht alle Tricks. Und dann fühlen sie sich vielleicht vernachlässigt. Und deshalb müssen wir das unbedingt noch machen. Und deshalb machen wir das heute. Und hier nehme ich mir jetzt, glaube ich, aber auch noch ein Teechen mit. Weil ich muss ja immer ein bisschen gechillter sein. Und mit dem Tee, da beruhige ich mich immer so ein bisschen. Oh, du hast schon wieder Hunger, Bunny? Ist das dein Ernst? Wie alt bist du eigentlich? Mann, ey. Ich verstehe ja, dass du ein junges Häschen bist und so und noch im Wachstum. Aber Mann. So, ich gehe jetzt. Komm mit, Bunny. Was macht ihr denn hier? Party! Hallo! Hey, wir gehen besser runter, bevor wir den kaputt machen. Ja. Hallo! Hallo! Warum hüpft ihr hier auf meinem Schild rum? Hallo! Warum nicht? Das ist mein Schild, mein Briefkasten. Das könnt ihr nicht kaputt machen, ihr Verrückten. Doch. Naja, wenn das nicht unserer ist, dann können wir den ja kaputt machen. Cool. Hey, Bunny, wie geht's? Was ist los bei euch? Wie geht's? Na, wie geht's dir? Oh, uns geht's super. Und dir? Wirklich? Ja. Hey, dann mir geht's immer super. Ich wollte jetzt eigentlich in die Schule und wollte eigentlich Bunny dahin bringen und ein paar Tricks beibringen. Was macht ihr so? Warum hängt ihr bei mir ab? Uns war langweilig und haben wir gedacht, wir machen immer mal ein bisschen Radau. Genau. Aber Tee trinken hättet ihr auch bei mir können. Warum seid ihr nicht reingekommen? Wir haben uns nicht getraut. Ja. Warum traut ihr euch nicht? Habt ihr etwa Angst vor mir? Natürlich habt ihr Angst vor mir. Ich bin schon ziemlich angsterflößend. Aber ich bin auch ziemlich niedlich. Deshalb verstehe ich das schon wieder gar nicht. Naja, egal. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Wir haben einfach gedacht, wir unternehmen was zusammen. Aber ich habe jetzt auch noch keine Idee, was wir so machen können. Oh, super Idee. Lass uns Verstecken spielen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Okay. Wie findest du das? Ich habe mich versteckt. Ich finde das auch gut. Hallo, Baby Claudio, wie findest du das? Ich finde das super. Doch nicht hier, Mann. Du bist ja der schlechteste Versteckenspieler ever. Ja. Okay, war auch nur ein Spaß. Also es war auch noch gar nicht ernst gemeint. So, komm mit jetzt. Ich würde sagen, wir spielen das auf der Adoptionsinsel. Ja. Guck mal. Tschüssi. Du bist voll blöd. Komm hier, du kannst, du kannst in meinen Wagen. Komm her. Ich fahre mit meinem Wagen. Oh, cool. Ich habe einen Sportwagen. Sorry. Also, ihr Langweiler. Folgendermaßen läuft das jetzt hier ab. Wir spielen Verstecken. Die Regeln sind klar. Einer muss immer suchen und die anderen beiden verstecken sich. Und ich fange an zu suchen und ihr versteckt euch zuerst. Aber ihr dürft euch nur hier auf der Adoptionsinsel verstecken und ihr dürft in keine Gebäude reingehen. Ihr müsst draußen bleiben. Okay. Aber sonst egal wo. Und wo zählst du? Ich zähle in einem Gebäude. Ich zähle da, wo es Eis gibt. Okay. Okay. Ich zähle bis 30. Okay.
So, ich bin versteckt. Okay, ich habe mich auch versteckt. 30, ich komme jetzt. Ich stinke ein bisschen, aber es ist nicht schlimm, Baby René und Baby Claudio stinken noch viel mehr. Okay, wo seid ihr versteckt? Hm. Das wüsstest du gerne, oder? Naja, hätte ja klappen können. Ihr seid manchmal nicht die Hellsten. Es hätte ja sein können, dass es funktioniert. Hm. Stimmt doch gar nicht. So, okay. Gibt's eigentlich ein Limit, wie lange ich suchen darf? Hm. Ja, 5 Sekunden noch. Nein, okay, nur ein Käse. Hm? Nein. Och man, ihr könnt nicht einfach so doofe Regeln machen. So circa eine Minute hast du noch. Oder 2 Minuten. Okay. Wie du magst. Ich finde, ja, ich habe also noch 2 Minuten. Du findest, mich findest du nicht. Mich findest du nicht. Kleines Baby. Hm? Wow, was ist das hier eigentlich für ein hübscher Herbstwald? Hm. Wo bist du denn? Hier kann man richtig schön romantisch spazieren gehen. Ich glaube, ich muss Shane mal hierhin einladen. Was ist das denn hier? Hm. Ui. Ja, suchst du uns jetzt endlich? Ich suche euch doch schon die ganze Zeit. Hm. Ja. Ich sehe dich aber nirgends in meiner Nähe. Aber ich finde euch nicht. Möchtest du einen Tipp haben? Ja. Baby René, wo bist du? Ich sag mal so, ich bin nicht auf dem Boden. Und dann gib du noch mal einen Tipp. Ich bin auch nicht auf dem Boden. Hm. Aber ich glaube, das wird sie nicht herauswinden, Baby René. Hm. Wenn ich dich sehe, dann sag ich, ob du nah dran bist. Ich weiß nicht, ob einer von den beiden vielleicht da hochgegangen ist. Hm. Wo hoch? Ich gehe mal da hoch. Ich will keine Tipps mehr. Bist du dir sicher? Ja, ich brauche keine Tipps. Bist du dir ganz sicher, dass du keine Tipps willst? Mhm. Ja, vor allem von so Amateuren wie euch brauche ich überhaupt gar keine Tipps. Du hast doch eine Minute, circa. Ja, Mann ey, ich schaff das schon. Ich bin schon ein großes Baby. Nee, ich glaube nicht. Ich komme gar nicht da hoch, ich bin viel zu klein. Mhm. Oh Mann, ist das hier langweilig. Ja, Baby René, mir ist auch total langweilig. Also bis... Hey, sag das doch nicht. Ich häng hier irgendwo fest. Ich häng hier fest. Oh, ich seh dich, Baby Danja. Oh. Oh nein. Hä, warum? Ich häng hier fest. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Ich seh dich, Baby Danja. Du bist ganz nah bei mir. Wirklich? Nein. Boah, du bist so gemein. Es tut mir leid, aber du brauchst ziemlich lange. Und ich glaube, die Zeit ist schon um. Nein, ist sie gar nicht. Ich will noch suchen. Baby René, was sagst du? Also von mir aus können wir noch ein bisschen weitermachen, aber ganz ehrlich, wir können auch eine Stunde weitermachen. Ich glaube, mein Versteck ist auch nicht. Ja gut, wo wart ihr? Ja, dann teleportier dich doch erstmal zu Baby René. Du musst dich ja nicht teleportieren, guck mal nach oben. Hm? Ich glaube, ich sehe dich nämlich gerade. Ja, ich sehe dich. Oh, du stehst da oben auf dem Baum. Ach Mann. Oh nein. Ja, und wo ist Baby Claudio? So, Da bin ich. Wo ist Baby Claudio? Ja, komm ruhig zu mir. Ich bin in der Nähe von der Brücke. Du hattest voll das blöde Versteck, Baby René. Aber du hast sie nicht gefunden, also war es doch gut. Hat funktioniert. Ja. Voll das blöde Versteck. Ja. Voll das blöde. Nee, das war ein gutes Versteck. Wo bist du denn jetzt, Baby Claudio? Ja, komm zu der Brücke, dann siehst du mich eigentlich. Bin bei der Brücke. Ja, ich sehe dich, cool, hi. Ja, dann such mich jetzt mal in der Nähe von der Brücke. Wie wär's mit dem Schiff? Ah, ich hab dich gefunden. Oh, Baby René, hi. Ja, voll die blöden Verstecke, da versteckt sich niemand. Ich hab mich hier gut versteckt. Hast du mich gefunden? Jetzt, Baby Danja, wo bist du denn? Jetzt habe ich dich gefunden. Ja, jetzt hast du mich gefunden. Okay, wer will als nächstes? Dann mache ich mal. Okay. Okay, ich gehe hier aufs Schiff und zähle bis 30. Und ich gucke euch nicht hinterher, versprochen. Nee. Besser ist das. Halb versprochen. Nein, du guckst uns nicht nach. Wenn du uns nachkommst, hast du verloren. Okay, ich gucke euch wahrscheinlich nicht hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, seid ihr bereit? Ja. Nein. Könnt ihr mich noch hören? Ja, ich höre dich, Baby René. Aha, dann bist du scheinbar in der Nähe. Oh nein, Baby René. Okay. Mal schauen, wo ihr seid. Ich habe ein ganz gutes Versteck, Baby René. Du findest mich niemals. Ja, das wollen wir mal schauen. Baby Danja sagt ja gar nichts. Baby Danja? Ja, ich bin versteckt. Ja. Die tut jetzt nur so. Wahrscheinlich ist sie gerade direkt neben mir oder so. Ich glaube auch, sonst würde sie ja was sagen. Mhm. Ich bin wirklich versteckt. Wo suchst du denn gerade, Baby René? Ich suche gerade... Wo bin ich hier überhaupt? Irgendwo am Rand der Karte. Oder am Rand der Insel. Ja, mein Versteck findest du nie im Leben. Meins auch nicht. Ich bin viel zu gut versteckt. Du bist voll schlecht im Versteckenspiel. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein schlechter Versteckenspieler bist? Nee, weil ich es auch nicht bin. Also? Hier ist aber so... Baby Danja, mein Versteck ist viel, viel besser als dein Versteck. Das weißt du überhaupt. Du weißt nämlich gar nicht, wo ich versteckt bin. Und mein Versteck ist absolut grandios. Nee, mein Versteck ist besser. Okay. Irgendwie klappt das bisher nicht so gut. Dann gib mir mal einen Tipp, bitte. Ich kann mal überhaupt nicht diskutieren.
Also, ich bin hinter einem Stein. Okay. Damit kann ich doch bestimmt was anfangen. Hm. Okay, aber hier bist du nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Baby, dann gib ihm noch einen Tipp. Aber er hat dich ja auch nicht gefunden, er soll ja erstmal dich finden. Genau, gib du auch mal bitte einen Tipp. Ich bin in der Nähe von der Brücke. Von welcher Brücke? Wo ich gerade mich schon versteckt habe. Hm. Okay. Meinst du, Claudio hat sich wieder da versteckt, wo er sich vorhin schon versteckt hat? Nee, da habe ich ja gezählt. Da kann er eigentlich nicht mehr sein. So, Baby Daniel, jetzt musst du ihm noch einen Tipp geben. Ich habe ihm auch jetzt einen Tipp gegeben. Aber du hast keinen ersten Tipp gegeben. Doch, habe ich. Gib du zuerst einen zweiten Tipp. Hm? Ich sehe Baby Daniel auch. Du siehst... Das ist eine Lüge. Also ich weiß, wo du dich versteckt hast, deswegen sehe ich dich ja. Hm. Jetzt bist du dann wieder. Das ist eine Lüge. Nee, das stimmt. Du okay, dann Baby, Baby Daniel, gib du noch mal einen Tipp. Ich bin... hinter einem geheimen Haus. Aber du bist nicht im Haus, das wäre verboten. Ich habe nicht gesagt im Haus, ich habe gesagt dahinter. Und, findest du mich? Oder gibst du auf? Nee. Noch nicht so schnell. Wo ist der Baby Claudio? Viel Zeit habe ich auch nicht mehr, oder? Nee. Nö, deine Zeit ist schon abgelaufen. Wo ist der Baby Claudio? Ich habe mich gut versteckt. Okay. Dann verrat mal, wo du bist. Das musst du herausfinden. Okay, dann Baby Danja, verrat du mal. Verrat du, wo du bist, Baby Danja. Ich bin in diesem schönen Herbstgarten gewesen und da ist so ein Haus und da ist die Tür zugenagelt und da dahinter bin ich. In was für ein Herbstgarten? Hm? Teleportier dich mal zu mir. Okay. Hier war ich. Was ist das denn hier? Hier war ich ja noch nie. Ja, das habe ich vorhin auch erst entdeckt. Cool, ne? Ach, den Stein meintest du. Ja, okay, hier hätte ich dich wirklich in 1000 Jahren nicht gefunden. Siehst du? So, und Baby Claudio, wo bist du? Ich bin bei der Brücke. Ja, ich komme da jetzt hin. Warum kommst du da hin? Ja, teleportiert euch nicht zu mir, bitte. Nicht zu mir teleportieren. Ich komme da jetzt hin. Okay, das klingt irgendwie komisch. Baby Claudio? Boah, ich habe jetzt keinen Bock hier auf dich zu warten. Ich gehe wieder nach Hause. Ich muss mich mal waschen. Du musst nach Hause? Ja, warum musst du denn nach Hause, Baby dann? Na, weil ich mich mal waschen muss, Mann. Boah, stinkvoll. Baby Tanja? Was? Was machst du hier? Ich bin zu Hause. Komm mal in den Kinoraum. Hallo? Hey, was machst du denn hier? Hm? Oh, ich wollte nicht mit dir handeln. Ich wollte dich eigentlich rausschmeißen. Hast du geschummelt? Nein. Hey, Baby René. Hast du dich etwa hier versteckt? Der hat geschummelt. Was? Das war so klar, ne? Uncool, echt Baby Claudio, das geht gar nicht klar. Der Film war spannend und Film war spannend. Du wolltest einfach nur gewinnen und dann hast du verpeilt, da wieder rauszugehen. Hau bloß ab, mit euch spiele ich nicht mehr verstecken. Ihr seid echt blöd. Wieso ich jetzt auch noch? Baby Claudio hat geschummelt. Naja, weil ihr in einer WG wohnt. Ihr seid für mich beide genau das Gleiche. Okay, Baby Claudio, du wirst rausgeworfen. Nö, der Pool, aber du hast echt einen coolen Pool. Tschüss. Oh. Was? Ach, na dann. Tschüss. Dann gehe ich jetzt auch nach Hause und schließe das Haus ab. Sorry, Baby René, ich weiß, du warst es nicht, aber ich bin trotzdem jetzt wütend auf euch beide. Mhm. So. Ich gehe jetzt schlafen und dann gehe ich später vielleicht doch nicht irgendwann in die Schule oder so. Aber danke, dass ihr mit mir mitgespielt habt. Ciao. Tschüss. Und euch auch tschüss.